Während ich als Lehrerin arbeitete, gab es ein Zeitpunkt, da war ich ganz tief in mir überzeugt und wusste ganz tief in mir, dass ich den Beruf nicht über Jahre hinweg gar bis zur Pension machen möchte. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Kündigung die falsche Entscheidung sein muss. Ich kann doch nicht einfach so gehen, dachte ich mir. Das kann doch nur falsch sein. Vielleicht denkst du das auch. Und das, obwohl du unglücklich und unzufrieden bist, gar dabei bist, krank zu werden, deine Werte und deine Ideale in dem Beruf gar nicht leben kannst. Und all das, was dazu geführt hat, dass du Lehrer geworden bist, ist auch nicht das, was du tagtäglich ausüben kannst. Und bis zur Pension möchtest du auch nicht bleiben. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass die Kündigung doch falsch sein muss. Das kannst du doch jetzt nicht machen. Du kannst doch nicht einfach so aussteigen. Das geht doch nicht. Warum das so ist, erfährst du in diesem Video. Als ich damals mich hingesetzt hatte und über mein Leben nachdachte und wie es weitergehen soll, habe ich dann überlegt, naja, ja, es fühlt sich schon irgendwo auch richtig an zu kündigen. Aber dann kam mir wieder dieser Gedanke, naja, ich kann doch jetzt nicht gehen. Was ist denn mit der Zeit, mit der Kraft, mit der Energie, die ich da investiert habe in den Beruf, um es überhaupt zu werden und dann jetzt auch noch die Jahre, die ich da drin war? Das kann ich doch nicht einfach so stehen lassen und gehen. Kennst du diesen Gedanken? Dieses, naja, das Studium, das Referendariat, die Probezeit. Die Jahre, die 5, die 10, 12, 15, 20 Jahre in dem Beruf selbst und jetzt kündigen und gehen, na, das geht aber nicht. Das kann man doch nicht machen. Das kann doch nur falsch sein. Wenn du gerade in so einer Situation bist, dann bist du in dem sogenannten versunkene Kosteneffekt-Situation. Es ist dieses Sunk Cost Fallacy. Die Ironie bei diesem psychologischen Effekt ist, dass je mehr Kosten bzw. Verluste wir erlitten haben, desto mehr halten wir an dem fest, obwohl wir wissen, dass es nicht zielführend ist. Total unlogisch, klar, und trotzdem gibt es viele, die nach diesem Prinzip leben, die festhalten und noch mehr reinstecken, noch mehr Ressourcen, noch mehr Substanz von sich reingeben, noch mehr Lebenszeit, noch mehr Lebenskraft und noch mehr an sich selber arbeiten, noch mehr dies und jenes machen, nur damit es bleiben, letztlich ganz klar, meist ist es dann so, dass wir vom Verstand her natürlich wissen, dass diese Kosten irreversibel sind, also versunkene Kosten. Also das, was wirklich als harte Fakten anzusehen ist, die Jahre, die Lebensjahre, die kommen nicht wieder zurück. Das Geld, was du investiert hast, kommt nicht zurück. Die Nerven, also das kommt nicht zurück. Das ist uns klar, das ist unserem Verstand klar. Und dann setzt es auch aus. Und dann regiert die Angst. Und wenn die Angst regiert, ist klar, was im Vordergrund steht, Gefahr vor Verlusten. Also die Verluste stehen dann im Vordergrund. Alles, was du verlieren würdest. Obwohl du ja weißt, dass diese Verluste nicht rückgängig zu machen sind. Also je länger du in dem Lehrerberuf bleibst, das ändert ja nichts. Also du kannst ja 20 Jahre bleiben und 20 Jahre unglücklich sein. Auch die nächsten Jahre, die du dann trotzdem bleibst, die würden ja die 20 Jahre unglücklich sein ja nicht verändern. Das bleibt ja bestehen, das ist klar. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir können doch jetzt nicht hier loslassen. Das geht doch nicht. Wir müssen einfach weitermachen. Weil irgendwann werden wir das Ziel schon erreichen. Dieses Ziel von, naja, erfüllt zu sein, glücklich und zufrieden zu sein in dem Beruf. Irgendwann werden wir es doch erreichen. Und wenn die Angst kommt, kommen natürlich auch immer wieder so Ausreden, dieses Schönreden von, naja, woanders ist es ja auch nicht besser. Arbeiten ist nun mal hart. Schau dir zumal dieses Video an. Oder zusätzlich kommt dann irgendwann noch dieses falsche Pflichtbewusstsein von, ne, ich kann doch jetzt nicht gehen, weil dann lasse ich doch meine Schüler im Stich. Schau dir mal zu dieses Video an und ja, alle anderen Lehrer schaffen das nicht. Nur ich kann für die Schüler da sein. Ich investiere doch so viel Zeit und wenn ich gehe, dann sind sie allein und einsam. Oder, naja, wir müssen als Kollegium zusammenhalten, ich muss bleiben, ich muss bei meinen Kollegen bleiben, wir müssen das alle zusammen hinkriegen. Also dieses, naja, ich lasse ja meine Kollegen jetzt im Stich, wenn ich gehe, schau dir zumal dieses Video an. Oder dieses, ja, ich muss jetzt die Schule verändern, ich muss drin bleiben funktioniert. Also nur wenn man drin bleibt, kann man die Schule verändern, was ja im Grunde genommen schon systemisch eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Aber schau dir hierzu mal dieses Video an. Und so entsteht natürlich dieses Gefühl von, du musst bleiben, du musst noch mehr geben, noch mehr tun, noch mehr, noch mehr, noch mehr, um das Ziel zu erreichen, weil du Angst davor hast, dass wenn du sagst, stopp, Schluss, es reicht, ich gehe, denkst, oh Gott, du hast ja jetzt so viel an Energie, Kraft, Zeit, Geld verloren, versunkene Kosten. Obwohl du diese Kosten nie wieder zurückbekommst. Es ist irreversibel. Egal wie lange du drin bleibst, egal wie lange du unglücklich bist, diese Kosten kommen nicht zurück. Und daher ist es wichtig, einen Perspektivwechsel vorzunehmen.
Denn Sätze wie Augen zu und durch und durchhalten und aufhören ist weicheimäßig, die sind total sinnfrei. Denn es geht hier um deine Lebenszeit, es geht um deine Lebenskraft, es geht letztlich um dein Leben. Es geht darum, dass du glücklich und zufrieden bist. Und da ist es wichtig, mal einen Perspektivwechsel zu haben, mal auf die Sache anders zu schauen. Und da könntest du mal schauen, naja, was gewinnst du denn, wenn du aussteigst, wenn du rausgehst? Was sind denn deine Gewinne? Was ist das, was dann viel besser ist? Wo kannst du noch viel, viel mehr erreichen? Was kannst du noch alles tun? Schau dir hierzu mal dieses Video an. Also nimm mal einen Perspektivwechsel für dich wahr und mach dir bewusst, es ist egal, wie lange du drin bleibst, du letztlich das, was war, nicht wieder zurückgewinnen kannst. Das sind nur noch mehr Kosten, die du eigentlich wieder versinken lässt. Außer du sagst, es gibt ein Ziel, was du tatsächlich ganz klar, logischerweise auf jeden Fall erreichen wirst. Dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn du schon weißt, dass das Ziel, was du da gesetzt hast, was du haben möchtest, nicht in dem Beruf zu erreichen ist, weil du einfach unglücklich und unzufrieden bist und das schon über Jahre hinweg, dann ist es wichtig, sich das klarzumachen. Okay, du steckst gerade in so einer Ironie des psychologischen Effekts und da ist es wichtig, dann bewusst zu handeln. Also wieder rein in deinen Verstand, Perspektivwechsel und aktiv werden. Und wie du als Lehrer kündigen kannst, kannst du dir in diesen Videos anschauen. Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg dabei und freue mich natürlich sehr, wenn wir uns wieder im nächsten Video sehen. Bis dahin, ciao.